Liebes Leibniz, ist das Glücksspielze, wisst ihr das eigentlich? Ja. Wieso geht's jetzt an Oppelsdorf? Also die Konstantina hat mir jetzt gerade was gesagt, wo ich echt euch beneide dafür. Ich muss von Graz nach Leibniz fahren, in die Grazer Gasse 22, 4, 4, Entschuldigung, und da macht sie eine Ordination auf. Natürlich ist es so, dass ich von 16 bis 17 Uhr gerne in dem Zeitraum irgendwo eine Einweihungsfeier macht. Und da sind sie alle herzlich eingeladen. Ja, bist du, Stefan! Frei Bier! Auf die Party freue ich mich selber. Die erste Party seit Monaten, die was hochoffiziell angemeldet ist. Ja, jetzt haben wir alle ein bisschen was gesagt, aber ich habe noch einen Aufruf. Ich sehe da ein paar Trommler. Ich würde euch bitten, nachdem ja in Wien am 16.01. ein Großthema ansteht und wir befürchten, dass uns die Regierung da einen dicken Strich durch die Rechnung machen wird. Und auch jetzt schon, ich habe gerade gelesen, dass da, keine Ahnung, irgendein komischer Politiker irgendeinen Schaß wieder verzapfen will, dass das angesagt wird und verboten wird. Liebe Leute, das ist ein Menschenrecht. Und das kennen Sie uns nicht verbieten. Mit mehreren Organisatoren eine Kommunikation uns ausgedacht, wo es uns gleich geht wie in Berlin am 18. November, dass denen das Handy jetzt abgedreht haben. Die sind deswegen los, weil es keine Kommunikation mehr gegeben hat. Die haben sie untereinander nicht mehr austauschen können. Und wir sind leider alles in dieser Zeit jetzt, was wir haben, von unserem beschissenen Handy abhängig. Von ganz klar bis ganz raus, bis zu oben, bis zum Opa. Ich kann nicht mehr. Ich weiß, dass wir Falsches tun. Wir werden von unserer Regierung verarscht. Unsere Behörden werden willkürlich gegen das Volk eingesetzt. Und ich mag nicht mehr. Ich mag, was kann ich machen? Wie kann ich da unterstützen, dass ich die anderen Polizisten einmal aufzeige, was da falsch denken wird? Und sie sind ohne Teufel. Sie sind Befehlsempfänger, sie dürfen nicht entscheiden. Sie haben keine Entscheidungsgewalt. Wenn er mit ihm so lustig am Baum oben sagt, hey, wenn du die Scheiße nicht machst, muss ich was sagen, dann gehst du dann bist du arbeitslos. Und sie haben alle Kinder, sie haben Familie. Und der liebe Kollege hat sich angeboten, dass er am 31. nach meiner Kundgebung, weil ich mache am 31. in Grazer Kundgebung. Ich weiß nicht, ob es braucht, vielleicht ist es ein Siegesfest, weil wir es jetzt am 16. schaffen, dass wir unsere Regierung abdanken lassen. Ich habe heute in der Früh, bevor ich daher gefahren bin, von der Wiener Polizei einen Anruf gekriegt. Da ist man gesagt, und liebe Leute, wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Ihr seid zu weit. Ihr habt verbrochen am Rückenplatz. Verbrochen von dir! Es wurde in verschiedenen Gruppen aufgerufen, dass wir uns vor das Bundeskanzler anstellen. Und ich sage nein, wir tun es nicht. Weil wir wurden auch vorgewarnt, dass die Antifa, also sprich die Regierungsangehörigen, Arschkriegen so wieder zurück, sich davor hinstellen und uns auffordern, in Gewalt das ausarten zu lassen. Und wir wollen keine Gewalt, wir wollen Friede. Wir wollen Friede. Ich wollte mal die Zahlen zu
zwischen 150 und 200.000 Menschen, die was nach Wien fahren. Und das ist eine Zahl, da hat die Behörde jetzt langsam aber sicher ein Problem. Und ich hoffe, dass es noch mehr werden, weil die dürfen uns jetzt wirklich nicht einsperren lassen. Und das mit 18, wenn sie das wirklich die Verordnung durchbringen wollen, dann was tun wir dann? Ich möchte meine Oma schon und meine Tante auch besuchen dürfen. Und die warten die sicher von der Anzahl. Wir haben auch das Problem, dass der Herr Nehammer, oder wie der Vogel heißt, das ist mir wurscht. Er hat am Vorrat in Deutschland den komischen Wasserwerfer aus Kopen, da in Berlin. Also gut, dann bin ich einfach eben in den Einbauten, dass ich schon mal anziehe. Wenn man da Hausgriffe nicht, ist dann wollen wir David. Bei unserem Tischstand, den muss man jetzt kopen, der wird heuer. Also bei der ist eine Umgebung nicht gestanden. Das sage ich aber geil. Wir machen auch den Unterstand mehr. Wir haben ohne genug Informationen, weil jeder weiß, wo er steht. Wir wollen wirklich, dass wir eine neue Regierung starten können. Und meine Stimme geht ganz bewusst an die Kinder und die Enkel, was wir alle irgendwann mal hoffentlich kriegen. Hoffentlich kriegen dürfen. Weil mit der verschissenen Impfung wird uns unsere Zeugungsfähigkeit entzogen. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich spreche mich als Doppelkammer gegen diese Impfung aus. Weil ich hätte gern noch ein, zwei Kinder in dem Leben, aber das soll mir lebenswert sein. Und deswegen stehe ich noch für euch, mit euch und bin euch dankbar, dass mit uns und mit mir da geht's und dass wir Menschen von mir sind. Und beenden können wir keine Veranstaltung, dass es keine Veranstaltung ist. Aber ich spaziere noch mit dem Bauern auf dem Auto, ich mache noch ein bisschen Musik. Wenn man ein Anliegen hat, kann man gerne zu dir kommen, wenn er was sagen mag. Und ich mag, was kann ich machen, wie kann ich da unterstützen, dass ich die anderen Polizisten einmal aufzeige, was da vollständig ist. Und sie sind so beleidigt. Sie sind Befehlsempfänger, sie dürfen nicht entscheiden. Sie haben keine Entscheidungsgewalt. Weil dann ist der Mund über den Tag oben und sagt, wenn sie Scheiße nicht machen, und dann sagt man, das haben wir so weit aus. Und sie haben alle Kinder, sie haben Vorbilder. Der liebe Kollege hat sich angeboten, dass er am 31. nach meiner Kundgebung und am 39. Grazer Kundgebung. Ich weiß, dass er das braucht, vielleicht ist er ein Siegesfest, weil er sich jetzt am 16. schaffen, dass wir unsere Regierung abdanken lassen. Die Regierung will er abdanken. Ist der da? Ja, das ist die Frage. Wo ist der Herr Kurz? Die Botschaft geht ja an ihm, oder? Ja. Wir haben ein Problem. Ihr seid zu viel mehr. Die Leute von Post haben wir umgekehrt. Vor das Bundeskanzler anstellen. Und ich sage nein, wir tun es nicht. Weil wir wurden noch vorgewarnt, dass die Antifa, also sprich die Regierungsangehörigen, was schreibt so wieder zu? Sich da hinstellen und uns auffordern, die Gewalt das Ausatmen zu lassen. Und wir wollen keine Gewalt, wir wollen Frieden. Menschen, die das nach Wien fahren. Und das ist eine Zahl, da hat die Behörde jetzt
Genossen. Und das mit 18, wenn sie das wirklich die Verordnung durchdrängen wollen, dann das tun wir dann. Übrigens, wir haben schon bei Bandera besuchen dürfen. Und die war für die Zimmerfolge. Hier leben, oder mit der Folge lassen, ist mir wurscht. Auch vor in Deutschland den komischen Wasserwerfer aus Kopenhagen. Also dürfen wir Wir haben genug Informationen, jeder weiß, wo das geht. Ganz bewusst an die Kinder, die Enkel, die wir alle irgendwann mal hoffentlich liegen dürfen, weil mit der Verschaffung der Impfung wird unsere Zurückhaltungsfähigkeit entzogen. Und deswegen, ganz ehrlich, spreche ich mich als Deutscher an, gehe ich in die Impfung aus. Ich hätte gerne noch ein paar Kinder in dem Leben, oder wie soll mein Lebenswert sein? Und deswegen stehe ich da bei euch, mit euch und bin euch dankbar, dass mit uns und mit mir da geht und dass wir auch Menschen so wie wir sind. Und bei jedem Kerl kann man anstrengen, dass wir auch anstrengen müssen. Aber ich stehe hier noch mit dem Bauer und dem Auto, ich habe noch mit der Musik. Wenn ihr mal alle hat, der hat mir gerne das Mikro, wenn er was sagen will.